vor den Heimspielen unter Koblenz sprechen wir mit den Vereinsverantwortlichen der Schengel, die im Moment alles geben, dass die Jungs wieder aufsteigen. Und heute bei mir zu Gast der Cheftrainer der TuS Koblenz, Patrick Sander. Herr Sander, grüße Sie erstmal. Ja, hallo. Wir gucken mal auf letzte Woche zurück. Mittwochs das Pokalspiel gegen Bezirksligist TuS Kirchberg mit 2:1 auswärts verloren. Inwieweit war das schlecht für die Stimmung im Team und wie konnte man dann am Wochenende in der Liga einfach so wieder positiv nach vorne blicken? Wir hatten uns das auch anders vorgestellt und den Mittwoch muss man wirklich als Blackout betrachten, als ein Spiel, wo ich, glaube ich, nicht mit gerechnet hätte, dass die Mannschaft so schlecht spielen kann. Aber wir haben es nicht verstanden, dieses Pokalspiel auch als Pokalspiel zu begreifen, sondern waren uns eigentlich bewusst, dass wir mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Fähigkeiten dieses Spiel irgendwie noch drehen können oder irgendwie noch gewinnen können. Mhm. Und das ist eben halt im Pokal nicht möglich, weil da ist nach 90 Minuten Feierabend und da kann man nichts mehr drehen. Und dann haben wir zwar die letzten 15 Minuten dieses Pokalspiel auch als Pokalspiel angenommen, aber insgesamt war es einfach zu wenig und zeigt allerdings auch, und wenn man etwas Gutes diesem Spiel abgewinnen kann, dann ist es nämlich das, dass wir nur dann, wenn wir alle möglichen Dinge beiseite lassen und uns auf Fußball konzentrieren und uns darauf konzentrieren, wie wir erfolgreichen Fußball spielen, wenn wir das in die Waagschale werfen, werden wir auch erfolgreich sein. Und das hat die Mannschaft ganz einfach vermissen lassen und hat einfach zu wenig aus ihren eigenen Fähigkeiten gemacht. Und was denken Sie, warum die Mannschaft das vermissen hat lassen? Ja, ich glaube, das ist schon ein psychologischer Aspekt. Ne? Das war das erste Pflichtspiel für uns auf Kunstrasen. Man fährt da hoch und guckt sich das an und es waren von den Bedingungen her schon grenzwertig, weil es auch relativ dunkel war. Aber es müssen beide Mannschaften darauf spielen und das hat der Gastgeber eigentlich über die komplette Zeit besser gemacht als wir. Und man kann auch nicht mal sagen, dass die Jungs dort unverdient gewonnen haben, sondern sie haben zu Recht dort gewonnen und sind weitergekommen. Ich musste dem auch, musste das auch anerkennen und habe ihnen auch gratuliert. Aber insgesamt war das natürlich für uns ein herber Rückschlag und vor allen Dingen für den Verein und für ja, die Reputation des Vereines an sich, beziehungsweise auch für den finanziellen Aspekt. Wie haben sie es dann geschafft, dass man wieder Samstag positiv auftritt und dann gegen Wiesbach gewinnt? Also man muss dann schon sagen, dass mir solche Niederlagen schon wehtun, dass man eine Weile braucht, um die zu verarbeiten. Aber ich habe ja eine ganze Nacht dazu gehabt, um das zu tun. Und das ist im Fußball ja das Schöne, dass man relativ schnell wieder zur Tagesordnung übergehen muss. Aber die Auswertung am darauffolgenden Donnerstag hat schon etwas länger gedauert. Und da wurde Klartext gesprochen, so wie das notwendig ist. Und es wurde eben einfach auch gesagt, dass es zu wenig ist. Und dass wir da einen riesen Bock geschossen haben und wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen. Und wollen uns unsere Serie in den Punktspielen nicht kaputt machen lassen und wollen allerdings auch nicht alles schlecht reden. Ne? Also man muss da so eine Balance finden zwischen schon dem Hinweisen auf das, was richtig schlecht war, dem Ansprechen und vor allen Dingen auch dem Zuordnen, auch was persönliche Dinge angeht. Dabei darf man aber die Jungs nicht vernichten, weil die nächste Aufgabe wartet und die war dann am Samstag. Wie die Mannschaft dann zumindest von der kämpferischen Seite aufgetreten ist, war das eine andere TuS. Am Samstag steht dann das nächste Heimspiel an und zwar gegen die Spielvereinigung Burgpol und darüber reden wir gleich mit dem Cheftrainer der TuS Koblenz, Patrick Sander. Heimvorteil, immer donnerstags und freitags vor den Heimspielen. Auf Antenne Koblenz 98.0. Ein Vorteil heute mit dem Cheftrainer der TuS Koblenz, Patrick Sander. Hallo. Hallo nochmal. Und am Wochenende steht ja für uns quasi das nächste Heimspiel gegen die Spielvereinigung Burgpol an. Die stehen aktuell auf Tabellenplatz 6, wir auf Tabellenplatz 2. Was ist Burgpol für eine Mannschaft? Ich glaube, es ist eine sehr unbequem zu bespielende Mannschaft, die auch resultierend aufgrund ihres Torverhältnisses, wo man bestimmte Dinge absehen kann, in der Lage ist, viele Tore zu schießen. 22 haben sie geschossen, richtig. 17 kassiert. Wir haben 20 geschossen und 6 Tore nur einstecken müssen. Genau, und allein aus diesem Torverhältnis kann man bestimmte Dinge ableiten. Wir haben natürlich nichts unversucht gelassen und haben sie auch beobachtet, haben uns also auch über ihre Stärken und aber auch ihre Schwächen informiert. Und da werden wir wie gehabt immer einen Tag vor dem Spiel die Jungs dann darüber informieren, eine Gegenanalyse den Jungs vermitteln, sodass sie dann gut gewappnet auch in das Spiel gehen können. Ziel am Samstag ist auf jeden Fall, den Heimvorteil auszunutzen. Wie hoch gewinnen wir? Ja, das ist immer so eine Frage, wo ich nichts mit anfangen kann. Also es geht einfach darum, dass wir uns eben nicht so nach dem Gegner richten, sondern wir wollen schon unser Spiel machen und da sind wir auf einem ganz guten Weg, was die Heimspiele angeht. In der Heimtabelle sind wir Erster und das wollen wir natürlich bleiben. Und wenn man sich das letzte Spiel anschaut, dann kann man schon den Gegner beeindrucken mit unserer Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und wir werden dann sicherlich nicht abwartend sein. Aber wir müssen den Ausfall von Toni Schmidt verkraften, der mit der roten Karte gesperrt ist. Und dann müssen wir schauen, ob die Verletzten
so weit wiederhergestellt sind, dass sie spielen können. André Marx ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns als Kapitän und als auch Leitfigur. Da bin ich zwar optimistisch, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es noch nicht genau einschätzen. Samstag 14 Uhr geht's los, die TuS Koblenz im Stadion Oberwerth gegen die Spielvereinigung Burgprohl. Und der Sander bleibt noch ein bisschen bei uns. Gleich reden wir noch über ein persönliches Thema. Heimvorteil. Immer donnerstags und freitags vor den Heimspielen. Auf Antenne Koblenz 98.0. Antenne Koblenz 98.0. Heimvorteil. Die TuS Koblenz und Antenne Koblenz. Das starke Team. Heimvorteil. Samstag steht das nächste Heimspiel gegen die Spielvereinigung Burgprohl an. Bei mir im Studio der Cheftrainer der TuS Koblenz, Patrick Sander. Herr Sander, zum Abschluss von 2004 bis 2007 waren Sie Trainer von Energie Cottbus, unter anderem auch in der ersten Liga. 2009 bis 2011 dann die TuS, dann 3 Jahre Pause und seit 2014 wieder TuS. Warum die TuS? Ja, Pause klingt so, als ob ich im Urlaub war. Also ich habe da zwischenzeitlich schon auch noch woanders gearbeitet. Es war einfach so, dass ich zum Zeitpunkt des Anrufes keinen Verein hatte und mich halt Bekannte angesprochen haben aus der vergangenen Zeit, ob man sich das überhaupt generell vorstellen könnte, wieder nach Koblenz zurückzukehren. Und nachdem ich das bejaht hatte, ist man dann etwas intensiver in diese Gespräche reingegangen. Und es war ein Stück weit auch eine alte Verbundenheit. Es waren so Erinnerungen auf bestimmte Zeiten, die man hier erlebt hat, auf zuverlässige Partner, die man hier kennengelernt hat. Und die wollte ich halt nicht enttäuschen. Und da habe ich gesagt, okay, ich mach's und habe das nicht bereut. Wie sieht's aus mit dem Team? Haben Sie da auch eine Chance gesehen, das Team wieder voranzutreiben? Wie war das für Sie? Also haben Sie sich das konkret damals schon als Ziel gesetzt? Ja, meine Aufgabe war eine andere. Meine Aufgabe war, die Mannschaft in der Regionalliga zu halten. Und da hatten wir einen sehr, sehr großen Rückstand. Konnten allerdings die Mannschaft noch mal verstärken in der Winterpause und haben versucht, alles rauszuholen, was drin war. Aber man muss einfach klipp und klar feststellen, dass wir es nicht geschafft haben. Das ist noch eine Aktion, aus der Verantwortung kann ich mich auch nicht herausstellen, will ich auch nicht. Mhm. Wir haben unser Ziel nicht erreicht und sind dann abgestiegen und dann bin ich niemand, der irgendwie wegläuft, sondern dann habe ich Bereitschaft erklärt, auch in der Oberliga zur Verfügung zu stehen, unter der Prämisse, dass wir die Möglichkeit haben, so eine Mannschaft zusammenzustellen, die um den Aufstieg mitspielen kann und wird. Und als mir dies dann auch bejaht wurde, haben wir uns dann auch relativ kurzfristig und relativ schnell auch verständigt. Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich den 2-Jahres-Vertrag unterschrieben habe und jetzt hier im schönen Koblenz bin. Herr Sander, ich danke Ihnen, dass du da waren heute. Sehr gerne. Und wir hoffen natürlich, dass wir den Heimvorteil dann Samstag gegen Burgprohl ausnutzen können. 14 Uhr geht's los im Stadion Oberwerth. Die TuS Koblenz gegen die Spielvereinigung Burgprohl. Heimvorteil. Immer donnerstags und freitags vor den Heimspielen. Auf Antenne Koblenz 98.0.